Zwei Helden am Werk, gemeinsam Kampf, Schulter an Schulter, und das sind natürlich die Helden Myxan und Writing Bull. Richtig, wir reiten gemeinsam in die Schlacht. Da könnt ihr uns sehen. Der eine, der ganz rechts unten mit auf der alte Mann auf dem weißen Pferd, das bin ich natürlich. Und da links oben der kleine, schwache, aber flinke, das ist Myxan. Der ist als Muli unterwegs, reitet geschwind durchs Land und sammelt alle Ressourcen ein und bringt sie mir. Finde ich eine feine Arbeitsteilung. Ja, finde ich auch sehr toll. Ich glaube, ich muss an meinem Leadership-Bonus noch ein bisschen feilen. Ich glaube, deine Moralwerte, die ich durch meine Leadership-Werte verbessern kann, das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Du klingst ein bisschen lasch, mein Lieber. Nimm mal Haltung an. Ja, der Kniefall ist noch nicht so, wie er sein sollte. Noch sehr zögerlich. Unfassbar. Nein, im Ernst, das sind die beiden Helden, die wir haben. Die seht ihr hier unten. Das ist Amilcar. Und der andere Held, das ist Sergei, das ist unser Lastendesel, der nur Truppen hin und her transportiert und Rohstoffe aufsammelt und diverse andere Sachen macht. Zum Beispiel Bonbons ins Publikum schmeißen. Für euch? Habt ihr noch keins bekommen? Müsst ihr besser fangen. Fangen lernen. Auch ein Skill, den man hier erwerben kann bei diesem Let's Play Together mit Might and Magic Heroes 7. Und Kämpfe kann man hier auch erleben. Attacke. Attacke mit Amilcar hier auf diese neutrale Armee. Gucken wir uns vorab mal an. Das sind zwei Einheiten auf Seiten des Gegners. Und wie haben wir unsere Truppen verteilt? Also ich würde zumindest die gerne hier halbieren, wenn ich darf. Ja, das macht Sinn. Die Wölfe lassen wir zusammen. Weil wir da ständig Ärger mit haben. Ja. Weil wir da ständig einfach, weil die vier Felder einnehmen auf dem Schlachtfeld, da ab und zu einfach Probleme haben, die vernünftig in Position zu bewegen. Könntest du dir vorstellen, vielleicht aus den zwei Legionärstapeln drei zu machen? Oder denkst du dir, WB spinnt mal wieder? Wir könnten, aber ich würde fast sagen, da wir zwei gegnerische Einheiten haben, würden uns wahrscheinlich auch die Übermacht der drei Nahkampfeinheiten reichen, um sie vernünftig ausflankieren zu können. Das sind die Obsidian-Gargoyles, die Gargoyles, die aus Obsidian bestehen. Obsidian, ist es ein Kristall oder ein Glas oder beides? Meine Allgemeinbildung verlässt mich gerade, lässt mich im Stich. Das ist eine gute Frage. Das war eine schlechte Antwort. Gehärtetes Glas in der Richtung irgendwas, ne? Irgendwas, Dingsbums. Irgendwie in der Art Dingenskirchen, auf jeden sind Fall. Wir ganz einer Meinung. Das ist unsere fachmännische Expertise. Angriff. Auf jeden Fall haben sie zwei mehr Rüstung wie die anderen normalen Gargoyles. Die hatten vorher, glaube ich, 6 und die hier haben jetzt 8. Wieder auf dem Schlachtfeld. Da hinten stehen sie. Man muss das mal wieder hin und her schieben. Wir haben die Möglichkeit, unsere Truppen zu verschieben. Der dicke Wolfsbrocken, der kommt in die Mitte, wird flankiert. Ein Sentinel hier, ein Sentinel auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier noch unser Armbrustschützen, ne? Na? So, die stellen wir einfach hier in die Mitte. Alles klar? Alles klar. Und ansonsten sehen wir mal wieder, wie intelligent unser Held ist. Der bleibt nämlich außen vor. Ja. So muss es sein. Als General in der Mitte zu kämpfen, Seite an Seite mit seinen Truppen, hat was Heldenhaftes, aber vor allem auch etwas selten Dämliches. Das kommt bei uns nicht in Frage. Ja, die Stärken unseres Helden ist ja eigentlich die Magie. Das heißt, natürlich hält er sich da zurück und schaut dann wieder mal in sein leeres Zauberbuch und bringt sich somit hervorragend auch ins Kampfgeschehen ein. Das machen wir doch gleich als erstes. Nein, wir klicken erstmal auf wieder eine Runde warten. Das sind wieder Nahkampfeinheiten, die lassen wir kommen. Jetzt flattern die rüber. Wie leicht Obsidian ist. Stehen uns direkt vor der Nase in Reichweite. Was wirklich praktisch ist, denn jetzt können wir quasi zweimal ziehen. Einmal gegen Ende der ersten Kampfrunde und dann gleich danach ein zweites Mal zu Beginn der zweiten. Können schön taktieren, können flankieren, können fintieren, können massakrieren. Und mit ein bisschen Glück haben wir sogar noch einen dritten Zug an dieser Zweierreihe hinten dran. Oder sogar einen vierten, wenn wir nämlich Glück haben. Wir haben mit unserem Hero, haben wir auf ganz massiv auf Leadership und Moral bislang gesetzt. Das ermöglicht einem bisweilen noch einen zusätzlichen Schlag, noch einen zusätzlichen Zug.
Unser Armbrustschütze kämpft als erster. 0,82 ist eigentlich egal wo, ne? Klicken wir mal hier drauf. Genau. Nehmen wir den direkten Weg, direkt vor uns. Wir schießen einfach durch unsere Legionäre hindurch. 5 Tote, weil wir gerade unverschämtes Glück hatten. Jetzt ist der hier dran. Bevor wir das aber machen, du musst gar nicht aufschreien. Ich weiß ja, was meine Pflicht ist. Ich dachte, ich sag mal nichts. Welchen der beiden Schwächen wir, ist egal. Ja, richtig Schaden machen wir eh nicht mit unserem Helden momentan. Nee. So, und jetzt ist der Sentinel dran, der direkt vor dem steht. Angriff von hinten. Mhm. Full Flanking. Mittlerweile Legionär, ne? Genau. Zack. 3 Einheiten beim Feind und keiner bei uns. Da merkt man mal, wie wichtig dieses Upgrade war, das wir bekommen haben, nicht? Mhm. Von Sentinels auf Legionäre. Die sind schon deutlich besser jetzt. Und wir können sogar gleich aufgrund der Leadership-Eigenschaft, ihr habt vielleicht diesen Adler gesehen, der zum Himmel gefahren ist, noch ein zweites Mal zustechen. Wieder von hinten. Entweder den wieder von hinten oder wir schnappen uns den daneben. Und drehen den auch schon mal um. Guck, wir haben hier auch wieder ein Full Flanking, kriegen aber keinen Damage Modifier Bonus angezeigt. Der sollte ja eigentlich auch gelb sein und uns einen Bonus geben. Tut er nicht. 2 auf unserer Seite, einer bei Seiten des Feindes. Der kann jetzt hier von hinten zustechen. Full Flanking, prima. Wunderbar. Eine Einheit nur getötet. Jetzt ist unser mächtigster Trupp ohnehin überhaupt der Wolf ist dran, der kann die ja voll von hinten erwischen mit Full Flanking. Genau, da haben wir jetzt einfach einen super Zug gemacht, dass der da jetzt einfach wunderbar hinkommt. Mit ein bisschen Glück ist dieser Trupp gleich ganz aus dem Weg. Schickt die Wölfe los. Wuff. 2 übrig geblieben, aber wir sind jetzt in der zweiten Kampfrunde und können gleich ein zweites Mal, fast schon verschenkt. Das hier wäre, glaube ich, klüger. Da könnten wir 4 bis 7 killen, auch wenn es nur Half-Lanking ist. Machen wir. Keinen Wolf verloren, der Gegner ist schon viel zu geschwächt. Schau mal, hier, der ist, glaube ich, auf Defensive gegangen. Hast du gesehen? Mhm. Feigling. Als ob das was hilft. Sag mal, ist das clever von der KI? Der hat quasi auf seinen Zug verzichtet. War das gerade so? Hat er Angst vor uns? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind doch ganz harmlos. Eigentlich sind wir ganz nett. Full Flanking von hinten. Jetzt funktioniert das auch. Erinnerst du dich an den letzten Kampf, wie wir geflucht haben wegen dieses Bugs da? Das stimmt, hat uns ja. Ein also Käfer gequält. 2 getötet auf Seiten des Gegners und unverschämtes Schwein gleich nochmal. Unverschämte Schweine gelten als Glücksbringer. Mittlerweile, war früher mal anders, gibt es übrigens erst seit ein paar hundert Jahren. Um mal einen kleinen Exkurs zu machen, das war früher ganz, ganz anders. Eigentlich historisch sind Schweine eher unreine Tiere und auch die Schweinehirten, zum Beispiel im alten Ägypten, die durften nur unter ihresgleichen heiraten. Kleiner Exkurs. Was das für einen Bezug hat zum Spiel? Gute Frage. Ich denke mal über die Antwort nach, während wir weiterziehen. Und der ist jetzt dran und kann die von hinten überraschen. Würde ich wahrscheinlich auch machen, weil die sind dann vor uns dran und werden sich wahrscheinlich die Bogenschützen vornehmen, da das unsere schwächste Einheit ist. Deshalb sollten wir die vielleicht einfach mal vernichten. Boah. Und hoffen, dass die Vierer Obsidian Gargoyles sich unseren Legionären zuwenden. Schön. Klappt alles. Der Trupp da unten wurde vernichtet. Oh, wir haben schon wieder unseren Helden vergessen. Peinlich, peinlich, peinlich. Armbrustschütze. Boah, guck mal, wie stark der jetzt ist hier. Vielleicht klappt's. Mit einem Schuss ins Genick. Wilhelm Tell. Wunderbar. Der Apfel fällt. Victory. Sieg. 840 Erfahrungspunkte und, was damit verbunden und noch viel schöner ist, Level Up. Richtig. Wie viele Level Ups hattest du bislang in deinem Leben? Oh, ich hatte schon sehr viele Level Ups. Ich hatte, glaube ich, bisweilen nach Nächten, wo ich das ein oder andere geistige Getränk getrunken hatte, auch mal ein Level Down.
Ja, das ist auch schon öfters mal passiert, ja. Ich hoffe, ich habe aber in Zukunft mehr Level-Ups wie Level-Downs. Aber man wird ja mit dem Alter etwas vernünftiger. Genau, man hat dann auch im Laufe des Alters einfach immer weniger Gehirnzellen, die man verlieren könnte. Ja, verträgt auch weniger. Ganz, ganz trauriger Exkurs hier von zwei alten Säcken. Ja. So, wie geht's weiter? Wir haben einen Kampf erfolgreich bestanden und haben jetzt die Möglichkeit, hier hinzuziehen und dieses Warenhaus uns zu holen. Aber wir wechseln erstmal zu Sergei. Das ist ja unser Botenjunge. Mit dem holen wir uns jetzt erstmal hier das Holz. Wir ziehen erstmal hier hin. Oder wir können auch hier hin gleich oder hier hin ziehen. Ja, einfach der Reihe nach abernten sozusagen. Holz holen wir. Dann holen wir das Gold. Dann ziehen wir noch eins vor. Dann holen wir auch noch das Gold hier. Das freut uns. Und jetzt schau mal, vielleicht kommst du mit Sergei direkt auch in das Warenlager, das wir gerade freigekämpft haben. Vielleicht können wir uns dann den Zug mit unserem Helden sparen. Reicht nicht ganz, ne? Noch nicht mal ansatzweise. Okay. Wir haben hier auch noch Gold und Erfahrungspunkte. Und wir haben hier Sternensilber. Der Trupp ist... Ah nee, wir wechseln erstmal den Reiter, um zu checken, wie wir als nächstes angreifen. Der ist noch zu stark hier. Der da oben ist, glaube ich, auch viel zu stark. Der ist Durchschnitt mittlerweile nur noch. Der ist Durchschnitt. Der auch. Holla. Holla die Waldfee. Der ist sogar ganz schwach. Wenn ich einen Vorschlag machen darf, wir reiten im Bogen so rum mit dem Haupttrupp. Können wir machen, ja. Wollen wir uns das Warenlager holen oder soll das Sergei für uns übernehmen? Ich finde, wir könnten uns das Warenlager holen und auf dem Rückweg noch einmal ein letztes Update machen mit Truppen in Haven Village und dann die große Runde mit dem machen. Ja, dann können wir unter Umständen eben hier die Armbrustschützen in der nächsten Runde freischalten und unsere Reihen wieder etwas verstärken. Ja, das heißt, wir reiten jetzt mit, wie heißt der, mit Amilkar hier hin zum Warenhaus, besuchen das und kommen hier. Habt ihr da gesehen? Wir bekommen jetzt Holz, haben wir hier bekommen. Das wird, glaube ich, zufallsgeneriert vom Programm, ob wir da einmal pro Woche Holz oder Erz erhalten. Mhm. Und jetzt haben wir noch relativ viele Bewegungspunkte und verbraten, indem wir einfach hier mal hinziehen. Ne? Genau. Da stehen wir schon mal zur Verfügung, warten hier in Ruhe ab, gehen hier wieder raus, haben jetzt hier den hier. Und holen uns mit dem wir könnten das oben Gold links. Oder die, das Gold, ne? Nee, das würde ich unserem Haupthelden lassen, da wir das wieder in XP lieber uns ist aneignen. Lieber? Ja, Gold haben wir eigentlich momentan genügend, aber wir könnten Sergei hier hochschicken und das Star Silver holen. In der nächsten Runde dann, aber das ist ja egal. Wir müssen uns keine Angst haben, dass diese Truppen, die hier ihre Schätze bewachen, dass die unsere Helden angreifen. Das machen die nicht. Ich habe es zumindest bislang noch nicht beobachten können. Was allerdings sein kann, ist, dass der Feind uns angreift. Wir kämpfen ja gegen eine KI-Fraktion hier auf der Zufallskarte. Und schaut mal hier rechts. So viele Standarten im Fog of War, so viele Wappen. Auf der Homepage der Entwickler kann man nachlesen, dass das keineswegs gewollt ist. Also das ist kein Feature, das ist ein Bug. Im Fog of War tauchen die Standarten auf. Man kann ein bisschen ausspionieren, wie das Gelände aussieht und was womöglich wo postiert ist. Machen wir mal ganz schnell wieder weg. Wir wollen uns ja den Spaß des Aufdeckens hier nicht vermiesen. Und eine Runde weiter. Ja. Und im Hintergrund ein paar spektakuläre Geräusche, die Myxan gerade gemacht hat. Was war das? Isst du ja heimlich Erdnüsse? Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich bin einfach schlichtweg mit meinem Daumen ans Mikrofon gekommen. Warum auch immer. Was für eine futuristische Technik hier in diesem Fantasy. In dieser Fantasy-Welt. Es gibt anscheinend Möglichkeiten, seine Stimme über weite Entfernungen von einem Ort zum anderen zu übertragen. Spektakulär. Was ist das für eine Form der Magie? Ich behaupte, es kann sich nur um Luftmagie handeln. Luft in Verbindung mit Transistoren. Was für geheimnisvolle Ressourcen und Apparate. Hierhin, wir holen uns das Sternensilber. Das können wir uns dagegen nicht holen, das Erz. Und auch hier können wir uns gar nichts holen. Aber schau mal, die Erfahrungspunkte. Wir haben hier in der Mitte so einen Obelisken stehen, der da so schön glänzt. Oh, das ist geil. Da können wir einfach hin und uns mal fix 1000 EPs abholen. Und somit ist unser Sergei, unser Muli, für seine
aufopferungsvollen Reisen belohnt worden und ist jetzt Stufe 2. Darf ich mal zwei Möglichkeiten in den Raum werfen? Ich hoffe, es tut nicht weh und du schaffst es rechtzeitig auszuweichen. Möglichkeit Nummer 1. Wir sagen, wir spezialisieren das arme Schwein, tatsächlich komplett darauf, ein Muli zu sein und geben ihm die Explorer-Fähigkeit. Dann hätte er zu Beginn hier durch diesen Novizenstatus einfach nur einen zusätzlichen Bewegungspunkt. Das ist unglaublich wenig, das bringt nicht viel. Aber wenn er danach weitere Erfahrungspunkte hat, wenn er welche bekommt, könnten wir ihm diese Eigenschaft geben, dass er nämlich Ressourcen umsonst ohne Verlust von Bewegungspunkten aufgreifen kann, dass er Gebäude betreten kann oder andere Basisaktionen durchführen kann, ohne dafür Bewegungspunkte zu verbrauchen. Andererseits, darf ich mal Advocatus Diaboli spielen? Mhm. Bekommt er überhaupt noch weitere Erfahrungspunkte im Laufe des Spiels? Wenn er wieder irgendwelche Obelisken findet, bekommt er die auch. Wissen wir, ob er dann überhaupt noch welche im Spiel sind? Kann sein, dass das sein einziges Update überhaupt ist. Also ich vermute mal, dass bestimmt über die Karte noch weitere Obelisken sein werden. Wie viele das sind, weiß ich nicht, aber einer wäre wirklich ein bisschen wenig. Andere Möglichkeit, große Möglichkeit, wir machen ihn zu einem Gouverneur, erlauben ihm, den einen oder anderen Kampf zu bestreiten, vielleicht auch die eine oder andere Goldtruhe aufzunehmen und die Erfahrungspunkte-Alternative zu wählen und machen ihn zu einem guten Gouverneur in der Hauptstadt. Meine erste Wahl wäre das aber nicht. Also ich würde ihn tatsächlich wirklich als Muli sozusagen weiter ausbauen, dass wir einfach schnell an Ressourcen rankommen. Ja. Wenn wir einen zweiten Helden brauchen, der uns im Kampf unterstützt, dann können wir uns zur Not auch noch einen zweiten Helden holen. Also das heißt, wäre das okay hier, Akunda? Ja. Weg ist der Skillpoint. Peng. Und wir müssen wieder ein Weilchen warten. Mhm. Jetzt reiten wir mit ihm nirgendwo hin. Genau, wir warten jetzt einfach ab, bis Amilcar seine Truppen aufgestockt hat, uns im Westen besuchen kommt und uns den Weg freikämpft, auf das wir weitere Ressourcen einsammeln können. Lassen wir ihn da stehen oder reiten wir ihn zur Stadt hin, um da zum Beispiel auch er gammelt da herum. Die Frage ist, was bauen wir hier noch in Haven, in der Hauptstadt? Macht es Sinn, dass wir ihn da nochmal hinschicken, um zum Beispiel Magier, Zaubersprüche sich zu holen? Also jetzt erstmal nicht, ich würde ihn jetzt da einfach mal stehen lassen. Wir holen uns jetzt die Armbrustschützen in erster Linie, reiten dann mit Amilcar rüber, gucken, was wir da noch wegbekommen an feindlichen Truppen und lassen ihn dann erstmal die Ressourcen schnell aufsammeln. Das sind die Armbrustschützen. Hm? Wir bauen die jetzt hier. Ja. Geben ein bisschen Holz aus, ein bisschen Erz und ein bisschen Gold. Haben hier neue Einheiten. Hier sind sie. Rekrutieren die. Und holen uns die rüber in unsere Hauptarmee. Genau. Und wieder raus. Und jetzt können wir mit dem hier auch weiterziehen. Und wir wollten uns ja das hier holen. Genau, das können wir auf dem Weg mitnehmen. Die 500 EP oder XP. Wie du hörst, komme ich aus dem Rollenspielbereich. Wir bilden uns ein, wir hätten Gold in rauen Mengen. Im wirklichen Leben würde ich das vielleicht anders machen. Da würde ich auf die Erfahrung verzichten und lieber dumm bleiben, aber dafür reich. Aber das hier ist ja eine Spielewelt. 500 Erfahrungspunkte. Mhm. Jetzt reiten wir noch weiter und... Ja, jetzt würde ich direkt hier die, die neutrale Armee angreifen. Die ist ja sehr leicht und vielleicht... Nein, doch nicht. Wollen Sie sich nicht anschließen? Es sind ausschließlich Armbrustschützen. Ja, das heißt, wir müssen da mit unseren Nahkampftruppen relativ fix an den Gegner rankommen, um sie direkt daran hindern zu können, dass sie ihre Armbrüste benutzen. Also alles schnellstmöglich nach vorne. Was ich im Spiel noch nicht ganz rausbekommen habe, ich glaube, das mal beobachtet zu haben, dass wenn man über eine Fernkampfeinheit verfügt, dass die,
Ah. So. Dass die Wendy umzingelt ist von feindlichen Einheiten, dass sie ihre Fernkampfwaffe nicht benutzen kann. Hast du das auch schon beobachtet? Ja, richtig. Also nicht nur umzingelt, sondern wenn du im Endeffekt direkt vor der Einheit stehst, im Nahkampf sozusagen, dann benutzen sie in dem Fall wahrscheinlich, was haben die, ein Dolch oder sowas? Mit dem Taschenmesser, ganz genau. Die schwächer bewaffneten Einheiten nehmen auch einen Zahnstocher. Und das heißt jetzt, dass wir erstmals eine andere Taktik wählen als bislang und sofort angreifen. Richtig. Randa. Und was vergessen wir nicht diese Runde? Zu zaubern. Richtig. 2 bis 3. Immerhin. Maximal 3 Stück. Den ziehen wir hier vor. Hat natürlich den Nachteil, wenn wir dem so ganz dicht auf die Pelle rücken. Ach, schau mal. Was ist denn das? Wir dürfen nochmal ziehen. Wir haben wieder einen zum Himmel aufsteigenden Adler bekommen, der uns mit Glück überschüttet. Das ist jetzt natürlich für uns super und für die armen Armbrustschützen weniger toll. Er sticht mit seinem Taschenmesser zurück, tötet einen von uns. Das hält sich an Grenzen. Mit dem ziehen wir jetzt auch vor. Mit dem Legionär. Unser eigener Armbrustschütze. Nee, der Armbrustschütze des Gegners. Oh, der Ärmste, der verliert ganz ordentlich. Jetzt können wir mit unserem Armbrustschützen den hier auch beschießen. Man sieht ja auch den gebrochenen Pfeil, gerade wenn du über die Einheit gehovert bist, sozusagen mit den Armbrustschützen. Das heißt, er ist in weiterer Reichweite und bekommt dadurch praktisch diverse Mali, die den Schaden eben reduzieren. Wenn wir den näher hinstellen würden, dann könnte der auch direkt vollen Schaden machen. Jetzt habe ich den Helden eingesetzt. Der Wolf fällt den jetzt in den Rücken oder die Wölfee. 15! Das 15 war Einheiten. Mal richtig gut. Wow. Und er kann jetzt nochmal von hinten zustechen. Und nochmal. Also das war's ja dann wohl. Das war's. Auf Wiedersehen. Na, hätten Sie sich mal uns lieber angeschlossen. Wäre klüger gewesen, auf unserer Seite zu kämpfen. Ja. Aber wir haben es versucht. Wir wollten verhandeln. Genau, wir wollten verhandeln. Wir haben ihn aus der Entfernung zugerufen. Ergebt euch. Wir werden euch einen schmerzlosen Tod bereiten. Wollten nicht drauf hören. Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Der Gegner hat auch Erfahrung gesammelt. Kann sie aber nicht mehr so direkt nutzen, denke ich mal. Nein. Kann man Erfahrungen, die man im Kampf gewinnt, eigentlich im Leben nach dem Tode nutzen? Wenn du die Untoten spielst, vielleicht. Weiß ich nicht. Sind die Untoten, wenn sie auf dem Schlachtfeld gestorben sind, danach tot oder bleiben sie untot? Ich würde mal sagen, sie können wieder erweckt werden. Also sind sie wahrscheinlich dann untot-tot. Ich weiß nicht. Untot, ja. Wenn der Kampf zu leicht ist, kommt man danach auf dumme Gedanken. Ihr merkt es. Wir holen uns hier die Erzmine. Ja, Sorge. Tu deine Pflicht. 2 Erz pro Tag. Jetzt ist da unsere Fahne weht jetzt auf der Erzmine. Ein herausragender militärischer Erfolg, den wir hier errungen haben. Na? Jetzt kann ich das nicht. Achso, das ist die Mine hier, der Brocken hier. Nee, ich glaube, der Brocken der ist noch jetzt extra. Jetzt habe ich ihn. Ah, da reichen die Bewegungspunkte nicht für. Dafür können wir hier noch etwas weiter reiten und machen das auch, indem wir einen kleinen Schritt können wir noch machen. Genau. Also was ich auch schön finde an dieser Stelle, man hat zwar unten beim Charakter diese Rädchen, die Mana und Bewegung anzeigen. Ich fände es aber schön, wenn da einfach schlichtweg auch noch die Zahl daneben stehen würde irgendwo. Da muss man nicht immer drüber hovern und gucken, wie viel hatte ich denn, wie viel kann ich noch. Oh, guck mal. Ja, hier stehen ja die Bewegungspunkte. Ja, aber du musst halt jedes Mal mit der Maus Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Alles klar. Und ich fände es halt praktischer, man würde direkt, wenn man den Helden so anklickt, da noch irgendwo eine kleine Zahlennotiz haben. Typische Entwicklerantwort dabei, wenn man die mit solchen Sachen konfrontiert. Ja, das wollen ja nicht alle Spieler. Für manche wollen halt einfach nur die schöne Spielfeldwelt sehen. Das muss ja jetzt nicht riesig sein. Unser Ambelkar. Kann der aufleveln? Ein Skillpunkt, ja.
Ein Skillpunkt haben wir. Große Frage, was geben wir ihm? Bislang war er, haben wir vor allem hier geskillt, bei der Leadership, bei der Führerschaft, was uns im Kampf auch bislang, das habt ihr gesehen, massiv genützt hat. Also das fand ich stark, dass wir ja so oft mehrfach ziehen konnten mit unseren Einheiten. Hier gibt es die Möglichkeit, das jetzt zu machen. Rousing Speech, dann hat er die Fähigkeit, noch mehr Moral zu bekommen und noch mehr Führerschaft gegenüber freundlichen Kreaturen, also unserer Armee in den ersten 3 Runden des Kampfes. Alternative hierhin, da bekommen wir einfach pauschal 20 mehr. Finde ich eigentlich noch besser. Ja, machen wir den Baum voll. Was ich nicht verstehe, was soll das? 15 Moral und 15 Führerschaft, weil so wie ich das bislang mitbekommen habe, ist doch der einzige Nutzen der Führerschaft der, die Moral zu unterstützen. Also das kann, was bedeutet? Hm? Kann ich dir jetzt auch nicht so ad hoc beantworten. Also da bin ich jetzt auch etwas überfragt. Da holen wir uns mal diesen Masterwert hier. Ja. Oh, können wir nicht? Weil wir erst einen hier holen müssen. Wir müssen erst aus dieser Reihe eine Eigenschaft holen. Was war der rechte? Dass man statt 7, 9 Einheiten in die Schlachtlinie ziehen kann, ist im Augenblick für uns noch völlig egal. Ja, brauchen wir nicht. Machen wir hier. Lernen wir. Und wieder raus. Und wieder eine Runde weiter. In der nächsten Folge. Ja. Jetzt noch nicht. In der nächsten Folge werden wir noch mehr Schatztruhen einsammeln, noch mehr Erfahrungspunkte sammeln, noch mehr Kämpfe durchführen, noch mehr Blut vergießen, noch mehr große Reden schwingen und noch mehr große Pläne schmieden. Mit euch zusammen in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.